Ja, willkommen zurück zu Totally Red für das NES. Wir sind im fünften Akt und ja, mal gucken, ob das das letzte Level jetzt endlich ist hier. Ich hoffe, es kommen keine Steine mehr von oben. Aber dafür gibt es hier irgendwelche Springenden. Was? Achso, wenn ich dichter komme, dann sind es irgendwelche Metals oder hier. Oh, die machen aber auch zwei Schaden. Wieso macht jetzt eigentlich alles zwei Schaden? Hä? Naja, wir treffen die. Ihre Klappe aufmachen. Oh, das ist unfair. Sag mal. Was kommen hier für Sachen an hier? Solche Kugeln. Oh, wie mies. Bloß weiter hier. Den lasse ich lieber in Ruhe da oben. Okay. Weiß ich, was da kommt, deswegen schieße ich schon mal präventiv. Hier ist auch die Flugfähigkeit ganz gut, ja. Da kann man auch viel. Das ist bestimmt Gülle da unten, ne? Da darf ich nicht rein, oder? Hey, hab ich Schaden genommen? Oh, das ist ja mies da oben jetzt. Das ist eine dumme Situation. Ich treffe mich doch sicherlich. Mal schnell nach oben! Schnell, Heilung! Okay, das kann. Achso, das bringt ja nicht. Ich kann dann im Sprung ja nicht den aufgeladenen Schuss abfeuern. Fehlt aus, bitte! So, ich bleib jetzt erstmal hier. In dieser Verwandlung. Wie der schießt. Warte mal. Ist das immer. Random, wie er schießt? Manchmal oben, manchmal unten? Boah. Oh nee. Das ist immer so knapp. Oh, der ist mies. Nee, da möchte ich fliegen. Da möchte ich fliegen. Der ist mies. Nee, habe ich keine Lust. Oh, wie der schießt. What? Oh! What the? Warte mal, kann ich ihn trotzdem besiegen, obwohl. Es ist jetzt. ETF. Also, es sieht so aus, als ob ich ihm Schaden mache, aber ich weiß nicht, ob ich das Auge abschießen soll. Weil irgendwie macht ihm das Schaden hier. Okay, das war dann doch richtig. Ich wollte gerade das Auge angreifen. Ach, du ahnst es nicht. Da sind wieder Stacheln oben. Das heißt, ich darf wieder nicht ganz nach oben fliegen. Oh, nicht er wieder hier. Seine Eisenklaue hier. Ja, respawnt, ne? Ja, das finde ich doof. Doof. Das finde ich doof, ne? Finde ich doof. Davidoff. Ey, hau ab da, du Propeller. Hansel. Oh nein, nicht diese Arschlöcher. Hä? Rausgespawnt? Ja, wie so scheint. Was kommt jetzt? What the? What the? Oh!
Scheiße, ich kann ihn am Kopf treffen. Heck hier. Oh, was ist das für ein Kackvieh? Oh, Scheiße, ich hab nicht drauf geachtet. Oh, was ist das für ein blödes Mistvieh denn da? Oh. Oh, wieso halten die so viel aus und kommen denn so dicht? Und dann respawnen die, es ist kein gutes Game Design. Weil jetzt respawnt er wieder. Ich will hier die Magie nicht anemisch verschwenden, das heißt, ich werde wieder hier die Flugfähigkeit nehmen. Was ist das denn für Müll hier, bitte? Oh, diese scheiß Propeller-Fucker. Wird er wieder rausgespawnt, danke. Jetzt kommt er, ne? Jetzt kommt dieses Scheißvieh. Weiß ich gar nicht, ob ich... Will ich da die Flugfähigkeit haben? Ich lade schon mal auf hier. Warte mal. Mann, ich kann ja gar nicht... im Sprung kann ich das ja nicht abschießen. Mist. Das ist unfair. Wie soll man denn den No-Hit schaffen? Scheiße, jetzt ist er weit oben. Ah, ich kann ihn trotzdem treffen. Gib doch endlich! Was ist das denn für ein Müll? Das ist doch schlecht, einfach nur. Das ist doch schlechtes Game Design. Ich versuche jetzt mal was anderes. Ich glaube, das macht mehr Schaden, oder? Jetzt den hier. Ich probiere jetzt erstmal ein bisschen rum. Ich mache ja noch nie. Ah, Moment mal. Ich kann ja hier durchspringen, genau. Ach, ich wollte gerade sagen, willst du auch mal springen oder was? Rausspawnen, danke. Das müsste doch eigentlich nur mit dem hier gehen, oder? Wenn man hier... Ja. Man kann... nicht im Sprung angreifen. Okay, das ist auch keine gute Lösung. Moment mal. Ha, da fällt mir was ein. Was ich eventuell machen könnte. Erstmal hier so. Über diese Arschgeigen wegfliegen hier. Natürlich! Oh Mann, flieg doch nicht so hoch! Diese scheiß Propeller-Pisser! Hau ab da! Geh rausgespawnt! Scheiß Mistvieh! So, danke. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit diese, diese Magien auf ihn einwirken lasse, das heißt also quasi hier so Stein und Feuer und sowas, nehmen wir mal Feuer. Doch bestimmt ordentlich Schaden, oder?
Ernsthaft jetzt. Der ist unfair! Ne, da kann man schon mal sehen, wie unfair der Blödsinn ist. Doch nicht mal diese Mega-Attacken haben was gebracht. Muss ich das ein bisschen anders machen vielleicht? Vielleicht ein paar Attacken? Das ist doof, dass ich jetzt rüberfliegen muss. Weil sonst der hier, der Behindi, kommt der immer sonst wieder angeschissen hier. Aber wenn ich fliege. Nee, das bringt auch nichts. Der trifft dich ja trotzdem mit seinem Scheiß. Oh, der kann auch so hoch springen. Das ist der Scheiß. Wenn er nicht so hoch springen könnte. So, jetzt hier so ein paar Magien hier. Und dann die Stoppuhr. Machen wir weiterhin Feuer. Springt er, da kann ich ohne ihn durchlaufen. So, jetzt muss ich ihn bis zum Ende bekämpfen. Doch nicht mal ein richtiges Muster. Er macht, was er will. Oder ist es so... Warte mal. Er schießt dreimal und dann springt er? Ah, okay. Doch ein Muster. Aber ich kann den Geschossen nicht so gut ausweichen. Ah. Ah. Ich glaube, ich habe ein Muster. Ja. Okay. Ja. Dauert zwar ein bisschen länger, aber... Und besiegt. Ah, genau im letzten Leben hier. Ah, we've been expecting you. You've learned a great deal from Zebedia. Gleich noch ein Level oder was? A traitor who was exiled from our underground empire. Yes, he has one of us, no matter. Whatever you've learned won't be enough to save you. Also kommt jetzt noch ein Level. Was, eben der Boss oder was? You shall all be eliminated. Jedenfalls war das schwerer als jeder Boss bisher. Was? Mit der bisschen Energie muss ich das... What the? Oh, ich... Moment, unten mache ich Schaden, ja? Oh. Ey, das ist ja mies. Wo fange ich an? Oh, nee! Das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht euer verfluchter Ernst sein. Aber ich habe ja jetzt eine Taktik raus. Gegenüber den Pisser da eben. Von eben. Wie viel Leben habe ich denn eigentlich noch? Eins. Scheiß Mist, wie doch weg da. So, jetzt ist das No-Hit. Müsste es eigentlich No-Hit gehen? Das nach der Methode mache ich wie eben. Jetzt hat er nur zweimal geschossen. Moment, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. 2, 3. Springen. Scheiße. 2, 3. Ja, der springt zu spät. Scheiße, ich kann ihn nicht erreichen, so, ne? Das ist hier so wie in Super Golden Ghosts.
Da habe ich auch einen Safe Point gefunden gegen diesen Grünen, falls ihr euch daran erinnert. Ja. Was kann ich dafür, wenn die Controls nicht greifen? Er bewegt sich nicht, er bleibt geduckt! Ich glaube, mit ihm ist es da einfacher als mit den Flugtypen. So, jetzt auch noch einmal die Energie ein bisschen aufpäppeln hier, so. Wieso springt er so spät? Ja, mit ihm geht's besser hier. In die falsche Richtung, du Honk, ey! Möchte gern Magier hier. Fuck! Dabei muss er doch mal erledigt sein hier. Oh, wieso springt er so spät? Ist wie die Energie wieder. Er muss doch besiegt sein. Vor allem danach kommt ja noch ein Kackboss. Oh, oh ja, das ist... Der hat zu früh angefangen mit Schießen hier. Mann. Mann, das ist unfair, man kann nicht so schnell... Muss doch ihn auch angreifen dürfen. Nee, es gibt eigentlich... Selbst die Methode ist sehr... riskant. Oh, das ist doch zum Kotzen, ganz ehrlich. Er fällt auch viel zu viel aus. So, bei dem anderen habe ich irgendwie... Oh, jetzt muss ich ja erstmal hier wieder die Cutscene über mich ergehen lassen. Nee, doch nicht ganz überspringen. Gut. Ja, komm jetzt hier! Kann ich ihn auch am Kopf treffen? Hier, von unten sind Geschosse, die mich... Oh, ich mache mir sogar sehr viel Schaden hier. Scheiße! Ich muss, ja, direkt vor ihm sein. Oh, Mann, ey. Gut, zum Glück habe ich noch ein Leben hier. Ach ja, ich... Das heißt also, keine anderen Magien mehr verwenden. So, der soll rausge... Soll sich rausspawnen, danke. Ja, nun mach! So, danke. So. Oh ja, warum wurde ich getroffen, Mann? Wenn er so weit weg ist, ist es gut, dann brauche ich mich nicht extra noch ducken.
grauenvoll. Das ist echt ein grauenvoller Gegner hier. Es scheint das letzte Level zu sein, weil der Boss sich... Also der Boss, der hier nachkommt, sich extra noch ankündigt mit einer Cutscene. Ich brauche eigentlich gar nicht mich ducken hier. Einfach nur immer in die Richtung gehen. Oh, eine gute Erkenntnis. Das erspart mir so einiges. Aber warum hält er auch so viel aus? Das ist doch kacke. Auch mal treffen hier, das ist es ja eben. Ist auch immer hier auf dem Rückweg. Also auf dem Weg hier, wenn ich unter ihm durchgelaufen bin. Wieso hält er so viel aus? Es nervt. Ja, so kann man ihn gut No-Hit schaffen. Die Musik ist jetzt nicht unbedingt gut hier. Ist eher langweilig hier jetzt. Ich würde eine bessere Musik für so einen langatmigen Kampf einbauen können. Oh, Leute, irgendwann ist doch mal gut hier. Tut mir leid, dass es irgendwie vielleicht jetzt langweilig wirken mag hier. Weil, ihr seht ja, was hier passiert. Ein Hin und Her ist das hier. Der hält massenhaft aus hier. Also, die hätten ihn wirklich weitaus weniger Lebensenergie spenden sollen, ganz ehrlich. Oh, jetzt hat er wieder sehr schnell begonnen im Schießen. Also immer gleich, wenn nachdem er gesprungen ist, immer gleich dann angreifen. Oh, Leute. Dann ist er ja hier doch nicht so schlimm. Wirkte erst so. Gut, das war jetzt zwar nicht No-Hit, weil er einmal irgendwie so seltsam gesprungen ist. Aber es ist eine No-Hit-Taktik, also man kann ihn No-Hit schaffen. Sogar ohne Ducken. Na, haben wir es bald mal. Denn die Magie möchte ich für den letzten Boss aufsparen. Ich weiß ja nicht, was der noch so drauf hat. Also am besten lieber so, so mittig bleiben. Da trifft er mich nicht mit seinen komischen Geschossen. Also jetzt hier der Boss, also der eigentliche Boss. Der finale Boss. Denke ich jetzt mal, dass er das ist. Weil er extra angekündigt wurde, also so mit der Cutscene angekündigt wurde. Shit! Wieso fängt er jetzt plötzlich so früh an? Mit Schießen. Ey! Oh. Hallo?
toll, jetzt habe ich ihn, glaube ich, nicht getroffen. Oh Mann, Leute. Ich habe ihn doch schon, was weiß ich, wie häufig schon getroffen. Ihr könnt es ja mal zählen, wie häufig ich ihn getroffen habe oder überhaupt, wie viel er aushält. Können wir es immer in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, den finalen Boss kriegen wir in diesem Video nicht mehr hinein. Der kriegt ein extra Video spendiert. Und der Abspann, falls ich ihn schaffen sollte. So, ich werde eine Sache machen. Ach, ich kann nicht auf Pause drücken, ne? Wie gesagt, das Video geht jetzt schon ziemlich lange. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, was danach noch kommt, wie lang der Abspann ist und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.